So, es schläft immer noch alles. Und sie schlummert brav vor sich hin, muss aber eigentlich schon fast bald wieder aufstehen, weil sie dann natürlich, oje, oje, genau, Hausaufgaben noch machen muss. Das heißt, schnelle Mahlzeit, Cornflakes, schaffen wir das noch? Und dann Hausaufgaben. So. Es nützt nichts. Die Hausaufgaben müssen natürlich gemacht werden. So. Hausaufgaben macht sie noch vor der Schule. Und er wird ihr auch schnell helfen. Und das geht ja ratzfatz dann dadurch. Und ich glaube, wir müssten das auch schaffen, ja. Oh je, das wird ganz schön knapp. 58, 59. Naja, gut. Gott, wieso rennt die eigentlich nicht mehr? Okay, aber auf jeden Fall ist sie jetzt schön in der Schule. Oh, und sie ist traurig wegen was denn? Einsam. Oh, oh Gott. So, um Rat bitten und dann über Probleme beschweren. Wow, huch. Ach, verdammt, sie ist zur Arbeit gegangen. Oh. Gut, dann wird das nichts mit. Und er muss natürlich auch dann bald arbeiten. Na super. So, ich tue das erstmal weg. Dam, da, 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 dam. Dam, dam. Uah, halt. Und er futtert erstmal vor sich hin. Juhu! Oh Mann, schmeckt das gut. Okay. Toll, wieso hast du das jetzt dahingestellt? Junge. Na gut, dann tanz doch mal wenigstens ein bisschen für uns. Dim-di-dim. Ah, das Lied. Dim-dim-dim. 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 Ah, ja. Cool. Okay, gut. Also wieso macht mir das jetzt ein bisschen Angst, dieser nette, gewisse Tanzstil? Gruselig. Gruselig. Aber auf jeden Fall würde ich ihn erstmal aufs Klo schicken, damit er wie ein Schämpchen pieseln kann. So, oh Gott, na super. War ja klar. Dann wird er erstmal wunderschön das reparieren. Nützt ja nichts. Gut. Tuningteile hat er auch gekriegt. Und er kann sich ja erstmal um den Garten noch kümmern, ehe er auf Arbeit muss. So macht ihn ja glücklich. Und in einer Stunde muss er auch weg sein. Und ja. Und schon ist er am Rechner und chattet. Und spielt. Und jetzt geht er. Wiedersehen. Und alle Sims haben uns jetzt verlassen. Seht ihr das? Alle Sims sind weg. Und wollen nichts mit uns zu tun haben. Oh. Und da haben wir auch Sarah. Die ziemlich angespannt ist, weil, okay,
Training. Liegestütze machen. Mach doch mal ein paar Liegestütze. So. Und ein kleines Nickerchen möchte sie auch machen. Kann sie auch gerne machen. Und nach dem Nickerchen wird sie erstmal aufs Klo gehen. Okay. Das war ja ein kurzes Nickerchen. Und die Hausaufgaben muss sie machen. Und was ist hier? Okay. So, Dana ist auch zu Hause. Und diesmal kann sie ja mal mit ihrer kleinen Tochter helfen bei den Hausaufgaben. So, okay. Bei Hausaufgaben helfen. Oh Gott, sie schleppt sich ja ganz schön dadurch. Also durch die Gegend. Eieiei. So, aber ich glaube, diesmal hat Sarah sowas wie Mathematik-Hausaufgaben auch. Und es sieht zwar jetzt etwas unscheinbar aus, aber Geometrie steht ja auch ab und an mal an. Von daher muss sie bestimmt irgendwie was zeichnen und so. Ja. Irgendwas wird schon dabei rauskommen. Gut. Und dann kann sie ja gleich noch Knoblauchnudeln oder ein Chili oder... Was soll sie denn kochen? Pasta Primavera klingt auch nett, ne? So, als Abendessen. So, die Hausaufgaben sind fertig. Und während Mami kocht, kann die Kleine ja ruhig ein bisschen noch Geige üben. Und wir schauen ihr mal beim Kochen zu. So, hoch. So, da wird ein bisschen gerührt. Und ah, das sah nicht gerade gut aus. So, hat keiner gesehen. Ist alles gut. Okay, das habe ich aber doch gesehen. Und jetzt wird noch schön umgerührt alles, ein bisschen abgeklopft, der Löffel. Und schon ist das Essen fertig. Und sie wird sich gleich auch ein Gericht noch nehmen. Und ein bisschen mit ihrer Mutter speisen zusammen. So. Und sie fühlt sich ja ganz schön unwohl. Clevite Quarez. Hey, weißt du was? Ich war neulich unterwegs und habe einen wunderschönen Frosch gesehen. Er war wunderschön, so grün und er hatte so richtig schöne Glubschaugen, wie ein Frosch eben sein muss. Oh, das war wirklich toll, also bestimmt. Hast du ein Foto gemacht oder so? Oder hast du das vergessen? Nein, ich habe kein Foto gemacht, aber ich werde wahrscheinlich den Frosch mal irgendwann malen. Vielleicht kriege ich da ein schönes Bild hin. Vielleicht kann ich das verkaufen an eine Computerspielfirma und dann drucken die das als Cover für ein neues Computerspiel. Das ist cool, aber vielleicht solltest du einen Alpaka noch mit dazu malen. Das wäre lustig. Ein Frosch und ein Alpaka? Warum nicht? Und, wow. Hey, Dana beschwert sich, obwohl sie das eigentlich gekocht hat. Okay. So, die Kleine unterhält sich übers Essen und sie... Was ist denn das für eine Sprechblase? Aufgeplatztes Kissen, Katze, Gott. War wahrscheinlich ein Witz oder so dergleichen. Ja. Auf jeden Fall wird die Kleine dann erstmal schlafen und sie ein Nickerchen machen, wenn sie fertig gespeist haben. Und das tue ich einfach mal rein. So. Sie schläft, die Kleine auch. Irgendwie sind alle und alle nicht gerade. So, Pop-Art-Gemälde. Ein kleines Pop-Art-Gemälde wird sie jetzt malen. Und Leo ist wieder da und hat Geld mit nach Hause gebracht. Ist natürlich cool. So, ich glaube, sie können sich ja auch unterhalten.
So, ein Kusshauch. Oh, du malst aber ein wunderschönes Bild. Zeig mal. Stellst du das irgendwann auch auf Sinnbuch hoch oder möchtest du das auf irgendeine Seite posten? Vielleicht solltest du auch mal ein Grillkäse-Sandwich malen. Ja, klar. Ein ganzes Menü könnte ich malen und dazu auch noch ein paar Cupcakes. Also ich finde das echt cool, dieses Multitasking. Wir können sie ein bisschen quatschen und sie kann trotzdem weitermachen. Ohne Unterbrechung. Und vielleicht kriegt sie das ja so gut aus. Okay. Hm. Qualität gut. An Kunstgalerie verkaufen. So, mit Leo plaudern. Da hören wir jetzt auf. Das ist weg und realistisches Gemälde. Großes. So. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das andere war. Irgendwie mittelgroß oder keine Ahnung. Hm. Auf jeden Fall gucke ich mal, dass sie das noch fertig kriegt. Hat sie, glaube ich, auch fertig gekriegt. Huch. So. Und jetzt schlafen. Und, oh, ich weiß, ich habe keine Ahnung, wieso das nicht geht. Ja, gut. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt genug Kohle für diese Rakete. So. Rakete, Rakete, Rakete. Wie soll die aussehen? Weiß. Ja, am besten so. Das wird dann so die kleine Spielwiese von Leo werden. Dum, dum, dum. Der auch gerade aufs Klo geht. Und ruhig mal sich vom Kühlschrank, so mit dem Kühlschrank, also sich auch etwas aus dem Kühlschrank nehmen kann, so rum. Und die Rakete, die haben wir nämlich noch nicht ganz. Das heißt, er muss sie sich erstmal zusammenbasteln und auch verdammt, das kostet ja auch noch 1000 Simoleons, Scheiße. So ein Mist. Gut, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Aber die Grundlagen sind da, das ist erstmal natürlich das Wichtigste. Gut, dann kannst du erstmal duschen und dann lieber nicht verwenden. Du säuberst dann auch das Klo und dann kannst du dich nochmal ein bisschen hinlegen. Während die Kleine ja dann auch bald aufstehen müsste, oh je. Oh je, ich hoffe, er ist fertig, ehe sie... Und sie müsste eigentlich auch mal bald. Na gut. So, sie wecke ich mal. Sie probiert jetzt mal ein surrealistisches, und zwar ein mittelgroßes. Ich klicke mich einfach mal ein bisschen durch. Bei den Gemälden. Ich weiß echt nicht, wie wir das machen sollen mit diesen drei Gemälde unterschiedlicher Größe, unterschiedlicher Qualität und keine Ahnung. Es ist ja schon fast ein Glücksspiel. So, duschen. Dann kannst du noch ein paar Liegestützen machen. Hausaufgaben hat sie ja, glaube ich, diesmal. So, Joghurt wird es diesmal. Und ich räume auf. Und sie singt süß. Niedlich. So, das ist auch weg. Und? Ach ja, sie fühlt sich sehr unwohl. Oh, 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 nein. Nein, nein, nein. Das ist eine schlechte Idee. Na gut, sie fühlt sich zu unwohl zum Malen.
aber ihre kleine Tochter dürfte eigentlich jeden Moment fertig sein. Denke ich. Ja, eben, jetzt. Gut, sie ist erstmal und... Obwohl, eigentlich ist das ja schon fast eine doofe Idee. Erst aufs Klo, dann essen. Obwohl, eigentlich muss sie gar nicht essen. So. Mittelgroßes Gemälde fortsetzen. Na komm. Oh, sie hat ein Meisterwerk. Na, das ist super. Okay, sie geht jetzt natürlich. Aber das haben wir immer noch nicht gemacht. Sowas Komisches. Sowas Komisches. Gut, ihn wecke ich jetzt erstmal auf. Und ich probiere einfach mal mit ihm jetzt. Ich schicke den jetzt einfach nochmal in diesen komischen Wüstenblütenpark. Und wir probieren das jetzt einfach nochmal in der stillen Hoffnung, dass er irgendwas Brauchbares angelt, was dann eine Beere ist, die wir brauchen. Für unsere Kuhpflanze. Ohne Beere keine Kuhpflanze. Also, dass das so schwer werden würde mit dieser Kuhpflanze, hätte ich jetzt nicht gedacht. Oder aber, ich muss einfach nochmal googeln. So, das ist sowas wie ein kleiner Fluss. Das ist es nicht. Das ist es eigentlich. Ich guck mal bloß ganz kurz hier nochmal. Kann ja sein, dass ich noch was übersehen habe beim letzten Mal, aber ich glaube fast nicht. Nee. Mensch, da brat mir doch echt einer mal einen Storch. Ich schicke ihn einfach mal angeln. Und selbst wenn er jetzt keine Beere sammelt, beziehungsweise angelt, haben wir dann wenigstens noch ein paar wunderhübsche Fische, die wir verkaufen können. Und vielleicht kann er dann wenigstens im nächsten Part anfangen, sein Raumstationsschiff-Dingsbums. Also seine Rakete dazu basteln. Also ihr wisst, was ich meine. So, Level 2 hat er erstmal erreicht. Das ist schön und gut. Und? Er lächelt und lächelt und... Och Mensch. So, ein Fisch hat er jetzt. Naja gut, 29 Simoleons. Immerhin. Okay. Das wissen wir auch, dass er bald auf Arbeit sein muss. Und? Schuss in den Ofen. Wett. Anscheinend sind die Fische in dieser Gegend zu clever für Leo. Ich will aber diesen verdammten... diese Kuhpflanzenbeere haben. So wird es doch nie was. La, 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 la. Ach ja, und er muss arbeiten, Kinder, toll. Ich warte noch mal ganz kurz ab, was das hier ist. Okay, gut, Essen ist nichts. Er muss jetzt brav auf Arbeit gehen. Ja. Und ich würde sagen, dass... Ja gut, wir werden natürlich automatisch wieder nach Hause geschickt. Supi! So, Genome werden erstellt. La 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 la. Und die Frösche werden versteckt. Okay, Leo ist bei der Arbeit und verschwindet noch einmal dezent für uns. Und Sarah müsste eigentlich jeden Moment wiederkommen von der Schule. Oh oh. Ach doch, hier. So, die Schule ist für heute aus. Sarah gehört zu den
Landgrab, Grundschule, zweier Kandidaten. Naja, gut. Wie geht's ihr? Eigentlich ganz gut. Na gut, ich lasse sie noch ein bisschen erstmal üben und Haus. Ja, ist ja gut. So, kommst du da jetzt besser ran? Nee, immer noch nicht. Gut, dann hier üben. Ich lasse sie einfach ein bisschen fehlen und Hausaufgaben kann sie ja dann später machen. Und sie verkauft ihr Meisterwerk. Ja. Oh, Halleluja. Also ich würde sagen, im nächsten Part wird dann Leo definitiv dann dazu kommen, seine Rakete zu basteln, die wir hier schon provisorisch in wunderschönen Kisten haben. Und oh je. Hochspannung. Sieht schon ein bisschen gefährlich aus. Kann ja auch was schief gehen mit der Rakete, habe ich mir sagen lassen. Und ich bin schon mal gespannt, wie das dann wird, wenn Leo dann quasi den Weltraum erkundet. Aber erstmal muss er das Ding zusammenbauen. Im nächsten Part machen wir das dann.